glaube ja. Also es war eigentlich gedacht für irgendeine andere Art von Modulen, aber ich wüsste jetzt nicht gerade, was ich an Modulen noch so hätte. Gerne. Tipp, 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 tipp. Bau mal wieder rote Kisten, bevor ich gleich wieder mecker. So. Blau, 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 blau. So, Substation hätte ich gerne. Da, dafür brauche ich rote Chips, Stahl und Kupfer. Stahl, Kupfer, rote Chips. 50, 100, 100. Beschränken auf ein Stack Substations, bitte. Rein, raus. Was muss noch alles automatisiert werden? Also jetzt nicht unbedingt für die Solaranlage, das waren ja nur drei Gegenstände. Aber wenn ich gleich die ganzen Secondary Steam Engines fertig habe und ich einen Blueprint mache von der Anlage, dann, dann brauchen wir noch viel mehr. Wir brauchen alle Rohre. Alle Rohre haben wir noch nicht. Also wir haben die Fabriken aufgebaut, aber nicht... warum brauchst du Zahnräder? Also wir haben die Fabriken aufgebaut, aber wir haben es nicht angeschlossen. Also wir haben nicht deren Befehle hier reingetragen. Du brauchst zum Beispiel MK1 und Stahl. Das heißt, damit fange ich jetzt auch schon mal an. Sonst kommen wir später absolut nicht zurande. Also Pipe MK1. 100 Stück Stahl. 100 Stück beschränken. Ach, beschränkt seid ihr schon. Ah, oh, sehr gut. Da hat jemand mitgedacht. Das ist immer gut, wenn Leute mitdenken. So, du hättest gerne die Pipe MK2. Wahrscheinlich auch Stahl. So, so. Ja, Stahl und MK2. Nicht genug Stahl. Achso, kommt. Okay. Du musst da rein. Du brauchst dann MK3 und Stahl. Das ist alles nur eine Stahlsache. Gut, gut. Spart mir aber tierisch viel Zeit, weil das hier im Inventar zu machen, wie ihr sehen könnt, dauert ewig. MK3, Stahl. 50 Stück davon, 100 Stück davon. Grüne bauen wir, ne? Nee, nicht direkt. Also Steam Engines gehen wir höchstens hoch bis orange. Bei Offshore-Pumps wird orange auch reichen. Also ich muss nur bis zu orangen Rohren das automatisieren. Untergrundrohre. Brauche ich das für die Steam Engines? Nö, brauche ich normale Rohre. Brauche ich das für die Boiler? Nee, ich brauche ein Stone Furnace. Das muss ich gleich auch nochmal gucken. Ich brauche ja auch noch Fabriken für die ganzen Steam Engines. Die brauchen auch normale Pumpen. Nö, also die geknickten Untergrundrohre brauche ich nicht. Für das Copy-Paste-Projekt da oben. Also weg, 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 weg. Warte mal, eigentlich könnte ich die komplett wegmachen, oder? Ja, kann ich. Hör mal auf, die zu arbeiten. Die zu machen. Weil wenn ich mal Untergrundrohre brauche für irgendein Projekt, wie zum Beispiel die Ölanlage neu zu bauen oder so, was jetzt unwahrscheinlich ist, weil halt am Horizont ist, dass bald neu gestartet wird, dann lasse ich das so hässlich, wie es ist und mache es einfach nur funktionell. Dann könnte ich das auch einfach im Inventar herstellen. Dann brauche ich nicht die Anlage hierfür. Ja gut, mach das mal das raus. Dich mal leer, leer. Nimm das mal mit. So, das heißt, wir haben jetzt hier unten Platz für Steam Engines, würde ich sagen. Also eine Secondary Steam Engine braucht Eisen, Stein, Gier und Pipe MK1. Eisen, Steingier, Pipe MK1. So, mach, mach, mach. Tu dann hier rein und beschränk dich auf einen Stack. Ein Stack Engines reicht. Zwei ist zu viel. Zwei ist zu viel. Zwei ist zu viel. So, MK1 Engines werden viele hergestellt. Das wird jetzt noch mehr in die Ressourcen gehen. Was sagt Strom? Das ist hellig, der... Oh, es ist Nacht. Die Lampen wurden wieder gepumpt, kann das sein? Ja, okay, es ist Nacht, also haben wir Stromprobleme, das ist völlig okay.
wenn es nachher am Tag auch so Stromprobleme gibt, dann muss ich anfangen, ein bisschen zu reduzieren, was ich so alles in Auftrag gebe. Du baust bitte Secondary Steam Engines MK2. Dazu brauchst du die MK1, du brauchst grüne Chips und du brauchst MK2-Dinger. Also du brauchst grüne Chips, du brauchst die MK1-Dinger und du brauchst... Mist! Brauchst was? Ach, die Pumpen, genau. Die Rohre. Da. 30 Stück davon. Wobei 30 ist übertrieben. 10, so. Und bitte nur 5 von den Engines vorrätig. So, kommt da rein. Das ist beschränkt. Okay. Du. Secondary. Du brauchst rote und die Vorgänger. Und die entsprechenden Pipes. Also du hättest gerne die Pipes. Rote Chips. Und die Vorgängerversion. Secondary. Ist alles schön Secondary, ne? Secondary, 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 Secondary. Warum arbeitest du noch nicht? Ernsthaft, warum arbeitest du noch nicht? Wo kommen die hierher? Wo gehen die hier hin? Achso, die Rohre werden... Hier, Rohre. Okay, da ist eine Steam Engine. Die Steam Engine wird da hingelegt. Ach so, stimmt. Die brauchen ja jeweils immer viermal das Vorgängerversion. Ich dachte schon, warum wird das nicht einfach 1:1 weitergereicht? Aber das dauert ja. Ist okay. So, bis hier. Will ich gleich das Ganze mit Orange machen? Nein, ich denke nicht. Weil wir haben gesehen bei unserem schönen Copy-Paste-Original, dass selbst mit so vielen orangen Boilern das nur so halb klappt mit denen. Ja. Also ich könnte es testen. Nee. Wir machen die Copy-Paste-Geschichte mit 4x3 lila Steam Engines. Später, wenn wir bessere Boiler haben, können wir auch bessere Steam Engines dranhängen, aber so erstmal nicht. Alternativ. Tief könnten wir auch 8 von denen? Nee, wir bleiben bei Lila. Ist okay. Also das hätten wir auch schon mal automatisiert. Was brauchen wir noch? Die Pumpen. Ja. Ich weiß nicht. Die Offshore-Pumps jetzt auch noch zu automatisieren, ist ein bisschen komisch. Ich glaube, ich baue einfach so 12 Offshore-Pumps und Schmeißchen-System. Wow. Okay. Ich bediene mich erstmal bei den Rohren und dann gucke ich weiter. Weil ich brauche jetzt nochmal ganz viel Platz für die Boiler. Also MK1, MK2, MK3. Nee, haut nicht hin. Hier. MK1, MK2, MK3, MK4. Boiler. Gut, du. MK1-Boiler, MK2-Boiler, MK3-Boiler, MK4-Boiler. Du brauchtest ein Stone-Furnace, also machen wir jetzt hier ein Stone-Furnace. Wofür ich erstmal auch noch eine Schmelze bauen muss, die durchgehend immer Steinziegel herstellt, weil das haben wir auch nicht unbegrenzt im System. Ach ja, geliebte Hightech. Was wolltest du jetzt machen? Den Stone-Furnace. Dafür brauchst du Stein. Du gib ihm Stein. Und begrenzt das Ding. Ich will jetzt keine 200 Stone Furnace haben. So. Alle begrenzen. Gut. Die muss ich natürlich noch einstellen. Aber damit warte ich bis später. Erstmal wollte ich Rohre klauen. Ich brauche alle Rohre, richtig? Ja, also ich hätte gerne ein Stack davon. Ich hätte gerne ein Stack davon. Warum arbeitest du nicht? Ah, du falsch rum bist. Oh, schön schnell. Du bist auch falsch rum.
So. Jetzt sollte das Pumpenbauen schon mal einen Ticken schneller gehen. Genau, du brauchst noch die Stahl... Was? Stahlzahnräder. Stahlzahnräder habe ich auch nicht optimiert, hm? Ne, wir haben nur Steinzahnräder. Irgendwo anders die... Wir haben keine Eisenzahnräder. Achso, die werden noch oben gegossen. Och Gottchen. Ja, das muss auch gefixt werden. So verdammt viel zu tun. Du mach bitte... Wo sind denn die da? Du machst bitte Eisenzahnräder. Du machst bitte Stahlzahnräder. Da, 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 da. Begrenzen auf. So, begrenzen auf. So. Wobei, Stahlzahnräder begrenzt mal. So. Ich will nicht all meinen Stahl jetzt verballern. Wir haben nämlich keinen. Wir haben auch keine roten Chips und wir haben keine blauen Chips. Ich habe die doch angemacht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Genau, die sind alle an. Die sind alle super produktiv. Was zur Hölle? Okay, wie sieht es mit dem Stahl aus? Stahl ist auch am Arbeiten. Ist auch super produktiv. Sind schon zwei Stück davon. Oh, du arbeitest nicht, ja? Dreh dich mal. So, jetzt arbeitest du. Ist zwar nicht so super wichtig, aber, ne? So, und du machst auch durchgehend Stahl. Bist auch super produktiv. Alter, wir haben drei Stahlschmelzanlagen, die sehr, sehr effektiv arbeiten oder produktiv. Und trotzdem kommen wir nicht hinterher oder übersehe ich da was? Nee, in den ersten Reihen sehe ich keinen Stahl. Uff. Na gut, also ich habe ja die Sachen erst vor einer halben Stunde oder so angeschmissen. Lassen wir eine Weile laufen, bis die Kisten voll sind. Also die gib mir Kisten und dann gucke ich nochmal ins System. Aber so ist das schon mal sehr komisch. So, du hättest gerne die tollen Produktivitätsmodule. Haben wir davon inzwischen welche? Vier Stück? Stahlfähig? Ja, Stahlfähig. Natürlich fehlt Stahl. Ich habe zig Sachen gebaut, die Strahl brauchen. Zum Beispiel die hier. Es braucht alles Stahl. Die Rohre brauchen noch mehr Stahl und Stahl und Stahl und Stahl. Also noch eine Schmelze bauen? Ich hätte was. Haben wir denn noch Eisen? Eisenplatten haben wir auch nur noch 2000. Die gehen weg wie warme Semmel. Wir hätten noch 9500 dreckiges Eisen. Also ich könnte noch ein so ein Ding aufbauen, nur für Eisen. Ja, das werde ich wohl machen müssen. MK3 Schmelze hier. Kiste. Kiste. Ach, schon wieder keine Ärmchen. Oh, Ärmchen. Du rein, du raus, Shift rechts, Shift links. Und produktiv. Heißt, wir kriegen jetzt noch mehr Eisenplatten. Und sobald das einigermaßen sicher läuft, baue ich das Ganze nochmal da. Und baue dann hier oben wieder Stahl hin. Wo wir wieder aus dem überschüssigen Eisen, was wir jetzt bekommen, Stahl herstellen können, damit irgendwann wieder was im System auftaucht. Sehr komisch, sehr komisch. Naja, ist nicht komisch, aber ich muss jetzt warten. Warten ist doof. Also warten bis das... Nee, warten bis das hier voll ist. Danach füllt sich das hier. Danach das, danach das. Dann haben wir weniger Stahlverbrauch. Hier wegen schon mal. Dann müssen wir warten, bis sich das da füllt. Komplett mit Secondary Steam Engines. Weil das Ding verbraucht ja auch durchgehend die Rohre. Dann füllt sich das, dann füllt sich das. Dann füllen sich die Rohre nochmal und dann haben wir den Stahlverbrauch von vor 15 Minuten. Ja. So, du hättest gerne Eisenplatten. 100 Stück. Du machst das so. Wie produktiv bist du? 50%. Das sollte schon mal ungefähr so viel sein wie die Schmelzanlage oben. Das heißt, die Eisenzahnradgießerei oben kann ich abreißen.
Dadurch haben wir weniger Slug-Produktion oben und die anderen Sachen, die für die Schmelze zuständig sind. Oh Gott. Ja, die haben es dann etwas leichter. Also lass mich hier durch. Mach das da weg. So. Ja. Okay. Du kannst auch weg. Dich haben wir unten auch schon mal gebaut. Dann samt deinen größeren Kollegen. Was machst du? Gar nichts. Okay. Blaue Chips. Blaue Chips will ich auch nicht mehr gießen. Ich hätte lieber lila Chips. Die genau das gleiche brauchen. Und wir haben keine Schwefelsäure mehr. Die Probleme kommen immer wieder. Oder brauchst du 0,8 und es fehlt an Eisen? Oh ja, Eisen schaut nicht gut aus. Du, die raus, die rein. Slug scheint noch okay zu sein. Mal den da kurz weg und setzen wieder hin. Haben wir so ein bisschen Zeit erkauft, so. Wow, okay. Rutscht gut nach. So, hier haben wir zigtausend Gegenstände. Aber kein Roboter kommt. Lass mich raten, du bist gar nicht im Roboter-Einzugsgebiet. Doch, bist du. Warum holt das da keiner? Mach O. Mach ich das eben. Auch wenn das nur Kleinkram war. Weiß ja nie. Inventar ist voll. Ja, ich habe ganz viele Leichen, ich weiß. So, die schmeiße ich jetzt in die Kiste. Also ja, ich habe das da oben rausgepflückt. Trotzdem bin ich nicht sehr zufrieden, dass das Eisen hier nicht so wirklich daherkommt. Das werde ich mir die nächsten Folgen mal angucken. Dann werden wir in den nächsten Folgen ebenfalls weitermachen mit der Copy-Paste-Geschichte von den Solaranlagen und das Copy-Paste hiervon. Aber da werde ich abwarten müssen. Ich sollte das System jetzt nicht vollkommen überfordern, was Stahlansprüche und so weiter angeht. Da ist das Lager. Hau bitte rein. Leichen, 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 Leichen. Das, das, das. Gearpresser brauche ich auch nicht. Das kann rein. So viel Repair Packs brauche ich nicht. So viel Mauern brauche ich nicht. Mach das mal wieder auf 400 runter. So. Plastik reichen auch 200. Wird gar nicht mehr nachgefördert. Gut. Ja, den Rest brauche ich fast. Okay, die nicht. Die nicht mehr, die nicht mehr. Sniper-Munition nicht mehr. So ist das schon fast okay. Ja, gut. Also nächste Folge, weiter mit den Copy-Paste-Projekten. Tungsten sollte ich eigentlich, aber werde ich wahrscheinlich wieder vergessen. Absichtlich oder unabsichtlich. Und was war noch? Genau, nicht das System überfordern, was Stahlansprüche angeht. Also erstmal schön die Kisten hier füllen lassen und währenddessen irgendwas anderes machen. Also vielleicht kurzfristig Munition herstellen und noch ein, zwei Basen zerstören und dann gucken wir weiter. Also bis gleich.